Kein Bach der Erde sucht den kürzesten Weg zum Meer. In der Natur laufen Flüsse und Bäche immer in Kurven, sie mäandrieren. Und selbst wenn man auf einer Scheibe Wasser abtropfen lässt, wird es keine gerade Linie. Das heißt, die Natur arbeitet mit Kreisen, mit Kurven, mit Wirbeln. Und das ist etwas, was wir heute am Beispiel Wasser und der Heilkraft des Wassers vertiefen, erleben und diskutieren wollen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament. Werner Habermeyer, Helmut Blum, ich freue mich, dass ihr beide da seid. Wir haben hier schon auf dem Tisch etwas, wo das Thema Wirbel nachher ja auch zum Gegenstand von Gesundheit und einem Gesundheitsprodukt werden kann. Lasst mich aber vielleicht einfach damit anfangen, dass ihr beide mir erzählt, wie ihr zu diesem Thema Wasserwirbel und überhaupt zu dem Thema Wasser in der Form gekommen seid. Das war ja am Anfang auch nicht unbedingt so das, was, wie man so schön sagt, in die Wiege gelegt war. Mhm. Werner, wie war es bei dir? Danke, Michael, für die Einladung zum Alpenparlament. Und bei mir hat es angefangen, dass ich wie bei vielen, die sowas haben, ein Nahtoderlebnis hatte und danach mein bisheriges Leben so nicht mehr weiterleben konnte. Das war vor 21 Jahren ungefähr. Und da hatte ich dann die Idee bekommen, dass ich mich mit Wasser zu beschäftigen habe. Oder dass ein Plan von mir Wasser ist, das Thema. Und dann bin ich in die Uni-Bibliothek gegangen, habe mir alle möglichen Bücher über Wasser geholt. Bin dann draufgekommen, wie schlechtes Leitungswasser oder wie verseucht Wasser überhaupt sein kann. Hab Bücher gelesen, wie gesund. Also du bist damals drauf gekommen schon, dass die behauptete Qualität von Leitungswasser weit hinter dem zurück ist, was man so erzählt? Da gab es damals schon viele Bücher dazu, ja. Mit den Aufführungen der ganzen Giftstoffe, die möglicherweise drin sind. Ich will dich da gar nicht unterbrechen, aber die Propaganda, die einem erzählt wird, dass das Wasser, Leitungswasser an sich in Deutschland ein exzellentes ist und dass man sich da keine Sorgen zu machen braucht, ist ja so etwas, was sehr stark verinnerlicht ist. Da würdest du also heftige Fragezeichen machen. Auf jeden Fall, ja. Und dann hatte ich einfach den Blickpunkt zum einen aus ganz vielen Büchern, wie materiell Wasser belastet ist von Arsen, Schwermetallen und so weiter. Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen von dem Professor Ivan Engler aus Salzburg. Das hieß, glaube ich, Gedächtnis des Wassers. Ja. Das war praktisch dann ein komplett neuer Gesichtspunkt für mich. Wieso hat Wasser ein Gedächtnis? Wieso kann es Informationen speichern? Also, was klar war, es ist Dreck drin, den Dreck muss ich raustun. Ja. Da brauche ich eine Umkehrosmoseanlage oder ein Destilliergerät oder einen Filter. Aber das andere war dann sehr neu. Ja. Und dann habe ich Leute getroffen auf dem Vortrag, wo es auch ums Wasser ging. Und dann konnte ich die Wasserstelle München kaufen. Das war eine Wasserstelle für levitiertes Wasser nach dem Diplom-Ingenieur Hachenei. Der hat so große Apparaturen, wo Wasser gewirbelt wird. Ja, Das nannte sich dann levitiertes Wasser. Da kamen Leute mit ihren Krügen, wurde das Wasser frisch gemacht, abgefüllt in den Krug und dann sind wieder nach Hause gegangen und wir hatten einen Lieferservice, wo wir das Wasser in ganz München ausgefahren haben. Warum hast du jetzt gesagt, ich kaufe eine solche zur Verfügung stehende Wasserstelle als ein ganz spezielles Wasser? Oder war das der berühmte, in Anführungsstriche, Zufall? Dass es gerade. Ich habe da auf dem Vortrag jemanden getroffen, da ging es um Umkehrosmose. Ja. Und der hat gesagt, ja, er hat da so als Zwischeninhaber die Wasserstelle München. Ich gesagt, ja, das hört sich interessant an. Ich komme mal vorbei, schau mir das an. Habe ich mir das angeschaut, da war dann ein Laden dabei.
wo verschiedene Filter auch verkauft wurden. Da habe ich gesagt, das ist was, was ich machen will. Okay. Ja, weil da habe ich einfach gespürt, dass allein wenn diese große Wirbel in der Maschine laufen, dass das eine Ausstrahlung hat, dass da was passiert, was ich damals noch nicht wirklich erklären konnte. Aber ich wusste, es macht Sinn. Es macht irgendwie Sinn. Also bei mir war es so, dass ich aus gesundheitlichem Interesse an mir selber früh mit gesundheitlichen Alternativen, nach gesundheitlichen Alternativen gesucht habe und bin da relativ schnell auf das Thema Wasser gekommen. Also eine effektive Gesundheit eigentlich von Wasser abhängig ist, vom richtigen funktionellen Wasser abhängig ist. Und habe aufgrund einer beruflichen Veränderung, ich habe in der Medizintechnik gearbeitet und konnte da eigentlich nicht mehr dahinter stehen, habe dann eben nach neuen beruflichen Herausforderungen gesucht und bin dann über eine Annonce, weil ich mich dann selbstständig gemacht habe und habe dann über eine Annonce, also seine Annonce, diesen levitierten Wasser gefunden und gesagt, das ist genau das, was ich jetzt zur Überbrückung brauche, was mich interessiert und wo ich im Thema drinnen bin. Und so sind wir dann zusammengekommen und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass wir da sehr gut zusammenarbeiten können mit unseren Produkten. Okay. Du sagtest, du hast eine Publikation gelesen, bist du in Publikationen über, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Jetzt muss ich da einfach mal ketzerisch fragen, wenn du sagst, es gibt Dinge, die nicht ins Wasser reingehören, die problematisch sind, das kriege ich mit einer Umkehrosmose raus. Aber wenn das Wasser ein Gedächtnis hat, erinnert sich natürlich, würde es sich ja dann auch an den Müll erinnern, der mal im Wasser drin ist. Also ist ja der rein chemische Filtervorgang gar nicht ausreichend. Oder liege ich da falsch? Das ist genau richtig. Das war einfach der Aspekt, wo mich damals, ich sag mal, fast erschreckt hat, Ja. dass es hier jemand gibt, der behauptet, dass Wasser ein Gedächtnis hat, dass es sich an die ganzen Stoffe erinnert, mit denen es in Verbindung gekommen ist. Und das Bild ist relativ logisch. Ich habe Wassercluster, also Haufen von Wassermolekülen. Die lagern sich um zum Beispiel ein Bleimolekül an. Und mit der heutigen Messmethode kann man die Eigenfrequenz eines jeden Stoffes ja messen. Also Blei hat eine relativ dumpfe Eigenfrequenz. Jetzt fangen die Wassercluster um das Blei rum an, in der Eigenfrequenz von Blei zu schwingen. Also relativ dumpf. Ja. Und nehmen aber auch die Geometrie des Bleis an, weil jeder Stoff hat ja eine. Jedes Ja, Metall ja, eine ja, ja, kristalline ja. Struktur. Ja. Jetzt filtere ich das raus, das Blei bleibt im Filter oder in der Umkehrosmose zurück. Dann habe ich aber weiter die Cluster, die immer noch die Eigenschwingung dieses Stoffes in sich Ja. tragen. Obwohl Und der Stoff gar nicht mehr da der ist. Stoff ist weg, Ja. aber die Eigenschwingung ist da. Ja. Und das ist das, was auch die Homöopathie macht. Ich wollte gerade sagen, das ist der umgekehrte, in dem Fall, also im Sinne von negativ, aber der Effekt der Homöopathie. Genau, da Genau. verschüttel ich so lang, bis das Arnika aus dem Cluster rausploppt. Und ich habe nur noch die Die Information Information, des Arnikas. ja. Und die hat dann eine Wirkung auf den Körper. Ja. Genau, und dann war einfach der logische Schluss auch mit Wirbeltechnik, dass ich in einem Wirbel, das ist wie in einer Mühle, wo Korn zu Mehl gemahlen wird, so mahle ich in einem Wirbel diese Cluster, diese Wassermoleküle klein, bis ich wieder viele Einzelne habe, die nicht mehr diese alte Struktur und diese alte Eigenschwingung des Stoffs hatten, denen sie in Verbindung kamen. Also mit der Verwirbelung kriegst du die Informationen geknackt. Ja. Ich habe in Ja. dem Wirbel habe ich immer eine Hyperbolik. Und die Hyperbolik ist in der Lage, die Feinstofflichkeit zu verdichten und in Materie zu bringen. Aber genau andersrum. Da habe ich die Möglichkeit, die Oberfläche und Masse und Volumen zu beeinflussen. Und daher kriege ich einfach eine Feinstofflichkeit in die Materie. Du müsstest das jetzt nochmal für den Nichtphysiker. Also, was passiert da ganz genau? Aber jetzt so laienhaft, dass das auch der Nichtphysiker versteht. Ich weiß, dass es für einen Experten immer schwierig ist. Es ist relativ auf die Schnelle relativ schwer zu erklären, Ja. dass man das so rüberbringt. Ich sage es einfach mal in einem bildlichen Ja, Beispiel, sehr schön. wie wenn man sagen wir mal, aus dem spirituellen Bereich es sieht, dass wie kommt die Seele in den Körper zum Beispiel? Wie kommt das Feinstoffliche dann nach diesen 9 Monaten in den Körper und die bleiben dann verschmolzen miteinander? Da kann man dann wirklich sagen, wenn man die weiblichen Uterus anschaut, ist auch eine Hyperbolik drinnen zum Beispiel. Und
ist schwer zu erklären, ja, dass man die Feinstofflichkeit aufgrund der Masse, die ein Stoff hat, beeinflussen kann. Das ist ein physikalischer Prozess einfach, der, wie wenn Wasser einen Tropfen hat und wenn der Wasser dann dünner wird und dann verdunstet und sich der Wasserkreislauf bildet. In der Form, die Natur arbeitet so und reinigt sich so durch selbst, durch diesen Wasserkreislauf. Wie weiß ich denn, ob das, was ich jetzt getan habe, an Verwirbelung ausreicht, um die schädlichen Informationen oder die ich rauskriegen will, die Blei-Informationen, von der Werner gerade gesprochen hat, dass die dann auch wirklich weg ist? Wie weiß ich das? Oder Also das, was wir von dem, was wir reden viel von unserer eigenen Wahrnehmung. Das heißt, die Wahrnehmung kann sich in einem halben Jahr auch noch mal ändern. Das ist unser jetziger Stand. Ja. Und grundsätzlich, je schlechter Wasser ist, je mehr es belastet ist, Belastet. umso mehr muss ich tun, um es in einen besseren Zustand zu bringen. Und für mich gibt es auch nicht das beste Wasser, das Urwasser, das beste Wasser, wo das Beste ist für jeden, sondern jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Körper ist so, wie er im Augenblick ist und hat eine gute Resonanz zu einem bestimmten Wasser, wo ihm hilft in dem Augenblick oder wo ihm eben nicht so hilft. Und das ist auch unser Job, mit rauszufinden und Dinge anzubieten, wo möglichst vielen Leuten dort unterstützend wird. Wie kann man denn, du hast darauf hingewiesen und man kann das bei dir nachlesen, dass es quasi so auch kleine Zeitphänomene mit Uhren gibt im Bereich Wasser. Was geht denn da ab? Ja, das hatten wir in dem Laden in München, wo ich noch den Laden hatte. Wenn da sehr viel Wirbel gelaufen sind, viele verschiedene Wasserwirbel, hatten wir so Quarzuhren, wo wir auch die Zeit gestoppt haben für die Levi-Maschine, die dann teilweise plötzlich total schnell gelaufen sind. Also Die nicht mehr Uhren. die Wie ein Stoppuhren, Zeitraffer. ja, wie im Zeitraffer, genau. Wenn du dir vorstellst, dass die Materie, es gibt Ansätze, dass Materie wirbelförmig aufgebaut ist, dass jedes Atom eigentlich eine stehende Energiewelle ist. Und wenn da ganz viele zusammenkommen, gibt es eben diese materielle Anfühlung. Dass Wirbel, die auch wieder einen Torus bilden, dass die in Resonanz gehen mit den Atomen im Quarz und den Quarz dann so beschleunigen, dem eine Bewegungsenergie geben. Da hast du auch einen kleinen Clip mitgebracht, wo man das sehen kann. Das ist praktisch diese Wirbelform, die eine Grundlage bildet von anscheinend aller Materie in unserem Universum. Und genau diese Wirbelform erzeugen wir in unseren neueren Kristallwirbelkammern. Die Das sieht ist man auch, genau die exakt so. Hyperbolik, die dann wirklich zum Ziehen und zum Saugen anfängt. Wichtig ist halt dabei, wenn der Wirbel läuft, dass ein Sog entsteht. Und da entsteht eine Umpolung, ein Nullpunkt, wo quasi eine Rechtsdrehung umdreht in eine Linksdrehung. Und da ein Nullpunkt, wo einfach keine Beeinflussung da ist, wo man frei sein kann. Und das ist eigentlich das Wesentliche an den Produkten, die wir da bauen, dass man einen Raum schafft, in dem man frei von Beeinflussung sein kann, in dem man aber benutzen kann, was reinkommt. Ich habe es zum Beispiel mal geschafft, wo wir angefangen haben, auch mit Diamanten zu arbeiten. Nach 10 Minuten Duschen, also ich habe so einen Test laufen lassen bei mir. Das ist immer mein erster Ist Test, ja den ein ich mache. heißer Job, wo du sagst, ich muss als Test mich mal 10 Minuten in die Es Dusche ist stellen. wirklich aufregend. Es ist wirklich aufregend, weil und auch das Resultat, was dann dabei rauskommt, dass man, also ich mache das ganz banal. Ich nehme die Digitalwaage mit zwei Dezimalstellen danach und dusche mich dann, also wiege mich dreimal. Und dann dusche ich zu so 10 Minuten oder so, wie ich das Gefühl habe, dass es passt, und gehe dann nass noch auf die Dusche und habe eben bei einer Gold-Diamant-Dusche den Effekt gehabt, dass ich 2,5 Kilo weniger hatte. Nur durch das Duschen. Nach 10 Minuten ungefähr, ja. Es hat sich zwar so angefühlt, als ob ich so einen leichten Stromschlag bekommen habe, so aber angenehm. Also es war wie 2 Wochen Urlaub danach. Und diese 2,5 Kilo, die sind zwar so nach einer Stunde wieder drauf gewesen, weil ich mich immer wieder danach gewogen habe, aber gemerkt, dass es wieder ankommt. Aber da kann man so mal sehen, was man so mit sich trägt an äußerer Beeinflussung. Und die ist ziemlich groß, die äußere Beeinflussung, die so im Leben mitkommt. Und wie erklärst du, dass das dann nach 2 Stunden wieder drauf ist? Weil man also aus diesem Feld wieder rausgeht. Wenn jetzt so eine Dusche läuft, man
man das benutzen kann, also dieses freie Feld einfach benutzen kann. Und durch diesen Torus, wenn man sieht, da fließt ja auch eine Energie rein, also ich nenne es jetzt mal so eine kosmische Energie rein, die einfach ursprünglich für mich auch vorgesehen ist, die kann ich einfach, da kann ich mich einfach anbinden dran. Und da ist einfach dieser Torus, wo ich sage, aus der Feinstofflichkeit rein in meine Materie, die für mich vorgesehen ist, benutzen. Ja. Unter Rücksichtnahme, ob es derjenige auch wirklich gerade braucht oder nicht. Du wolltest was sagen, Jan? Also wir sind da drauf gekommen, in Viktor Schauberger, der Vater der Wirbelforschung oder einer der Väter, der hat in den 30er Jahren die Tests gemacht mit Hochquellwasser und Leitungswasser, hat da Leute immer ein Glas, einen Liter Wasser trinken lassen und die gewogen. Und zwar eben schon in den 30er Jahren und hat einfach festgestellt, dass jemand, der ein sehr hochwertiges Quellbergwasser trinkt, wenn er ein Kilo Wasser trinkt, aber nur 600 Gramm mehr danach wiegt. Und wenn er ein Kilo nicht so gutes Leitungswasser trinkt, wo viel Druck auch ausgesetzt war, dass er dann genau ein Kilo mehr wiegt. Das heißt, da hat er schon diese Gewichtsdifferenzen festgestellt. Und dann, das heißt, das erste Wasser tut im Organismus und mit dem Organismus etwas, was jetzt mal unabhängig von der Gewichtsgeschichte, wahrscheinlich auch irgendwie, weiß ich nicht, reinigt oder wie würdest du das nennen? Also ich erkläre es mir so, dass das feinstoffliche Verdichtungen am Körper sind. Ja. Und wenn das ein Wasser, gutes Wasser ist mit hoher Dynamik, dass die sich lösen können vom Körper. Wenn ich sie aber dann nicht wirklich betrachte und auflösen kann oder weiß, woher sie kommen, dass sie sich dann wieder manifestieren. Ja. Das wäre auch meine Frage eben zu dem, was du gesagt hast, gewesen. Wie könnte ich mir denn, also abgesehen davon, dass ich dann eben 24 Stunden duschen müsste, wie könnte ich mir denn eine Nachhaltigkeit vorstellen? Grundsätzlich ist es einfach so, dass man sich, also das ist auch das, was wir fördern wollen, die eigene Wahrnehmung fördern wollen. Wie Also da ist das Produkt eigentlich sehr gut geeignet, dass man einfach mal in einen, weil man, viele Leute wissen gar nicht mehr, wie es ist, wenn man nicht beeinflusst ist und was überhaupt die Beeinflussung mit einem macht. Und da ist einfach so ein Produkt sehr gut, wenn man einfach mal und dabei nebenbei auch was Angenehmes hat, warmes Wasser und solche Sachen, dass man einfach mal für sich fühlt und sagt, okay, jetzt fühle ich mich eigentlich viel freier und das einfach jeden Tag irgendwie kann ich das machen. Und dann lernt man immer mehr raus und sagt, mir geht es eigentlich besser, wenn ich mich um mich selbst irgendwie kümmere und mich selbst spüre, ohne das, was andere mir sagen, sondern in mich reinfühle und merke, dass das eigentlich das Essentielle ist, ja? Dass ich weiß, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und das, was wir einfach so fördern wollen mit dem Ganzen, ist auch, dass man diese eigene Wahrnehmung schärft und einen Raum schafft, in dem man es lernen kann. Sowohl äußerlich als auch, wenn man trinkt einfach das Wasser. Es fiel bei dir jetzt eben schon der Begriff Nullpunktwirbelfeld. Das müsste man vielleicht nochmal erläutern, was man sich darunter vorzustellen hat und was das für das Thema Wasser und auch für das Thema eurer Arbeit bedeutet. Also unsere die Grundintention war ja, dass wir mit Hilfe von Wirbeln Nullpunktfelder aufbauen. Wenn ich eine Blume des Lebens habe, was man auf ein Wasserglas draufkleben kann oder auf einen Krug, wird das Wasser weicher, das ist spürbar. Wenn ich aber diese Grundstruktur, diese Geometrie der Blume des Lebens in Wirbelkammern umbaue und das dreidimensional erzeuge, dann noch mit einer enorm hohen Geschwindigkeit, dann wird das immer mehr fühlbar. Das ist wie, wenn es ungefähr 3000 Mal stärker ist als nur die zweidimensionale Symbolik. Ja. Das heißt, auch Leute, die nicht so spürig sind, fühlen das viel eher, dass hier eine Wirkung stattfindet. Und aber nochmal, Werner, was heißt Nullpunkt Wirbelfeld einfach? Warum nennt man das jetzt Nullpunkt? Also Nullpunkt heißt
man könnte sagen, aus der Dualität rausgehen. Okay. Es gibt immer Plus und Minus, es gibt immer Gedanken. Wenn man Gedanken hat, hat man oft auch Probleme, wo es immer mehrere Seiten gibt. Ja. Und das ist aber ein Tun. Und wenn ich aus dem Tun immer mehr rausgehe und einfach bin im Sein, dann tue ich nicht mehr. Und das ist ein Nullpunkt. Okay. Weil da muss ich, da kann ich einfach da sein, schauen, aber ich werde nicht getrieben von irgendwas. Das ist auch die Beeinflussung, wo ich gemeint habe. Also Ja. Beeinflussung ist immer im Plus oder im Minus, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. Aber wenn ich die Beeinflussung für mich bewusst entscheide, nicht mehr anzunehmen, dann bin ich in einem neutralen Bereich. Also so ein Nullpunkt ist also dieser neutrale Bereich, wo eigentlich jeder so hin möchte und es einfach so vereinfacht ist. Nullpunkt kann man jetzt, was den Wirbel betrifft, da sehen, wo ich vorhin schon gesagt habe, dass man sagt, man hat jetzt einen rechtsdrehenden Wirbel und der rechtsdrehende Wirbel ist aufgrund einer Geometrie, die wir da im goldenen Schnitt berechnet haben, so dass der Rechtswirbel irgendwann aufhören muss. Grundsätzlich, wenn man weiterdreht, irgendwann gegen unendlich, aber er ist halt irgendwo begrenzt dann. Und dann ist er eigentlich in dem Sinn fast gezwungen, sich in die andere Richtung zu drehen. Aber an dem Punkt, wo er Umkippt. umkippt, da Alles ist der klar. Nullpunktfeld, das Okay. Nullpunktfeld, da wo einfach dieser Plusteil in den Minusteil übergeht. Aber der Punkt, bevor es in den Minusteil umgeht, ist dieser Nullpunkt. Und wenn der konsequent immer dreht, weil der Wirbel dreht immer weiter, immer weiter. Das heißt, das Nullpunktfeld steht konsequent. Und das ist der Raum, in dem man dann einfach eintreten darf. Und das ist etwas, was ihr jetzt als Erkenntnis euch zunutze gemacht habt, um das in ein ganz konkretes Produkt dann quasi umzumünzen. Ja, wir hatten anfangs einfach nur Wirbelkammern, mit denen wir Ja. experimentiert haben, die Felder aufgebaut haben. Je länger Wasser durchfließt, umso größer wird das Feld, umso mehr wird an Raum neu erschaffen oder durchgeholt und gereinigt. Das kann dann mehrere hundert Meter Durchmesser haben. Und dann haben wir geschaut, wie kann man es sinnvoll für den Menschen machen. Und da ist es einfach jetzt hier eine Wirbeldusche, die Nullpunktfelderzeuger enthält. Und die einem unter der Dusche praktisch Meditation ermöglicht oder den Effekt einer Das heißt, Meditation. das Geheimnis ist dann im Inneren der Dusche, oder wie muss man sich das Genau, vorstellen? wir haben hier jetzt fünf Wirbelkammern und jede der Wirbelkammern ist ein Nullpunktgenerator sozusagen. Okay. Das heißt, in dem Moment, dass das Wasser da reingedrückt wird, wird es sofort automatisch, also durch den Wasserdruck der Leitung, verwirbelt. Genau, der Druck wandelt sich in Wirbel um, Ja. beschleunigt so hoch, dass aus den Wirbeln ein Sogeffekt entsteht. Also der Wirbel kippt irgendwann in den Torus und saugt dann Luft an. Das heißt, es gibt Wasser raus und er saugt Luft von unten an. Das ist auch das, was Schauberger gesagt hat, ihr dreht falsch. Nicht Richtig. Druck ist die Lösung, sondern Sog. Ja. Und das haben wir hier verwirklicht. Okay, aber trotzdem ist ja erstmal als Basis der Druck der Leitung. Das ist ja genau das, dass Ja. wir eigentlich den Druck, der schädlich fürs Wasser ist, umwandeln in Sog durch eine gewisse Geometrie, durch ein gewisses Bauteil. Okay. Das ist also das, was an der Leitung, wo das Wasser wirklich extrem leidet, dass er konsequent an 4 Bar ansteht, wird da einfach freigelassen und wird sofort wieder in diese Natürlichkeit rausgelassen. Und dann, wenn diese Wiederbelebung, wie man so schön sagt, wenn die stattfindet, ist der Mensch einfach dabei. Für denjenigen, der nachher auf die andere Seite quasi der Dusche guckt, kommt aber ganz normal Wasser raus. Also Oder? nicht so wie bei der normalen Dusche, dass es Ja, einfach in einem okay. Sprüh unter Druck einfach rausgepresst wird Ja. oder auch reduziert rausgepresst wird. Das ist ein rechtsdrehender Wirbel, der da rauskommt. Also es ist rechtsdrehendes Wasser auch.
Und man hat, wenn man weniger Wasser durchlaufen lässt, hat man auch diese Doppelhelix wie unsere DNA-Struktur. Also man hat eben einen Sender und Empfänger auch wieder da. Und wenn man fester auftritt, dann hat es einfach einen rechts drehenden Wirbel, so wie jetzt bei diesem Todes, wo wir gesehen haben, einen Auslass von jeder Dusche. Welche Auswirkung hat Jeder diese? Duschkammer. In Entschuldigung? jeder, von jeder Ja, Kammer. ja, Also es ist ja. jede Kammer, die einzeln wirbelt. Welche Auswirkung hat das auf die Qualität oder die vielleicht fehlende, mangelnde Qualität des Wassers? Ist das gleichzeitig auch etwas, was hier Dinge, also Informationen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch klein hackt? Ich sage jetzt mal sehr salopp und untechnisch. Ja, ich löse Informationsstrukturen auf. Das heißt, das Wasser, was rauskommt, ist, ich sage mal, relativ frei von alten Informationen. Wenn es sehr schlecht ist, ist natürlich immer noch ein Filter oder eine materielle Reinigung sinnvoll. Ja. Wenn sehr viel Chlor drin ist, dann gast das Chlor leichter aus. Aber grundsätzlich habe ich den Effekt, dass es ein sehr neutrales Wasser ist, ähnlich wie das von einem Gebirgsbach. Und wir haben ganz viele Rückmeldungen, dass gerade Frauen, die sich nach dem Duschen immer eincremen, sagen: Hey, ich habe mich jetzt zwei, dreimal geduscht, ich brauche die Creme nicht mehr. Meine Haut spannt nicht mehr, ist weich, ich creme mich nicht mehr. Das ist auch der Effekt eben von dem normalen Wasser, dass es einfach durch diesen Druck so hoch verklastert ist, also so hoch zusammengeklebt sind die Moleküle, dass das Wasser eigentlich gar nicht in die Pore eindringen kann. Und mit den Duschgels, und die wir haben, da wo ja Glutamate und sonstige Glyceride, künstliche Glyceride drin sind, die verkleben sich einfach in der Haut. Und mit diesem feinen Wasser kommt das erst alles wieder raus. Da kann man sich richtig reinigen auch. Und wie bei einem Bergfluss ist es ja auch so, dass der immer durchs meandert und dass sich ganz viele Mikrowirbel bilden und dadurch ja sich auch die Natur selbst Ja, reinigt. klar. Also ich habe das zu Recherchen mal herausgefunden, dass es so 7 bis 10 Kilometer braucht, bis das Wasser, also wenn man es oben misst, was reinkippt und dann Den unten Bergbach wieder weg ist, nachmisst, ja. braucht es ungefähr 7 bis 10 Kilometer, bis dieser Stoff physisch nicht mehr nachweisbar ist. Und das erfolgt halt dadurch diesen hohen Druck auch relativ gut. Schließen Sie doch einfach mal die Augen und stellen Sie sich vor, Sie duschen. Sie fühlen sich plötzlich erholt, entspannt und ausgeglichen. Haben Sie die Augen wirklich geschlossen? Also, stellen Sie sich vor, Sie stehen unter einer Dusche, die Ihnen den Ärger und Stress des Alltags einfach wegschwemmt. Sie duschen und sind wieder aufgeladen, kräftig und harmonisiert. Und warum? Weil es uns die Natur so vormacht.
Wasser bekommt in Verbindung mit Wirbeln, Kristallen und Edelmetallen seine ursprüngliche Ordnung zurück, wie mit der Kristalldusche von Aquadea. Mit dieser erzeugen Sie Ihren Wasserfall zu Hause und verwandeln Ihre Dusche in Ihre eigene Wohlfühloase. Eigentlich sollten wir Ihnen jetzt die Augen geöffnet haben. Wollen Sie diese Dusche haben? Dann holen Sie sie jetzt auf aquadea.de. Jetzt kommt ja ein Wasser aus der Dusche raus, was von der, also du sagst, also die negativen Informationen weniger oder gar nicht mehr hat. Gleichwohl, das hat eine Dusche so an sich, verschwindet das. Gibt es denn eine solche Möglichkeit auch, das quasi aufzufangen? Also dass man jetzt mit einer Badewanne oder mit einem Whirlpool oder so etwas arbeitet, sodass du dann die Möglichkeit hättest, mit diesem besserem Wasser dann nicht nur den Duschvorgang, der ja ein zeitlich befristeter ist, also man hat so einen Job wie du, dass du dann so Duschtestläufe machen musst. Kann jeder machen. Klar. aber die technische Möglichkeit gäbe es auch. Also wir haben es zum einen fürs Trinken, sogenannte Kristalltrinkwasserwirbler. Und wir haben, wenn wir die Duschen ausliefern, so einen Plastikclip, dass man sie in die Badewanne reinklipsen kann und so Wasser über den Duschschlauch einlaufen lassen kann. Ich kann da auch noch Öl mit reingeben, dann habe ich eine Öl-Wasser-Emulsion, weil durch den Wirbelprozess emulgiert Öl, verbindet sich mit dem Wasser. Also ich habe letzte Woche wieder ein Feedback bekommen, der hat mich extra deswegen angerufen, weil er gerade einen ziemlichen Erkältung hatte und er mit Öl immer gurgelt. Und da hat er mich extra deswegen angerufen, dass er sagt, hey, jetzt muss ich dir das wirklich sagen, weil er hat Öl, so ein, weiß ich nicht welches war, ich glaube es war ein Eukalyptusöl, das hat er mit dem Wirbler dann wirklich verwirbelt und das war so eine Emulsion, ohne irgendeine Chemie dazu zu tun, dass er das einfach viel besser, dass es viel besser benetzt hat und alles. Also das Emulgieren durch den Sogeffekt, der im Wirbel da ist, ist sehr gut, funktioniert super. Also es wird ein Stück weit auch heilend und medizinisch wirkungsvoll. Ich weiß, dass ihr kein Heilversprechen abgeben dürft, schon klar, Klammer zu, keine Sorgen, Abmahnvereine, alles klar. Wenn man sich betrachtet, dass Krankheit Unordnung darstellt vom Körper und ich über Wirbelprozesse eine immens hohe Ordnung erzeuge, zieht es den Körper wieder in Ordnung rein, gibt dem Körper die Idee von Ordnung, sodass er sich viel schneller und leichter neu ausrichten kann. Die Energie, die eigentlich in diesem Druck, in diesem 4-bar Druck herrscht, die Energie da ist, die wir ja da umwandeln in Sog, um diese Unordnung, die der Werner angesprochen hat, wieder herzustellen, da braucht es ja Energie. Und die wandeln wir einfach, nehmen wir einfach her, die jetzt durch diesen Druck dasteht und wird einfach dann für diese Ordnung, die da wieder dargestellt wird, die Struktur vom Wasser wird einfach wieder hergestellt. Und das macht der Wirbel einfach perfekt, so wie es die Natur auch macht. Und wenn ich hochstrukturiertes Wasser trinke, tut sich ja diese 60, 70, 80 Liter Wasser in meinem Körper auch beginnen, wieder höher zu strukturieren, neu zu strukturieren. Das ist ja wieder bei dem alten Schauberger, dass das natürlich im Körper dann eine Wirkung hat. Nicht nur gewichtsmäßig, sondern offensichtlich auch eine darüber hinausgehende. Grundsätzlich ist es halt so, dass die Information im Wasser, also wenn wir über unsere DNA die Informationen bekommen, auch von unserer Feinstofflichkeit, dann wird die ja von der DNA über das Wasser an den Körper, an die einzelnen Organe übertragen. Und je reiner und wie struktureller und je ordentlicher das ist, also das heißt, Wasser muss nicht irgendwie über Bahnen laufen, dass der Impuls rüberkommt, sondern einfach eine Linie hat, dann hat man einfach eine höhere Energie, der Impuls selber, der muss viel weniger Bahn oder Weg hinter sich bringen. Hinter sich bringen, genau. Ja. Also das heißt, je reiner und je struktureller das Wasser ist, das man trinkt, umso mehr Energie bekommt man, umso höher ist der Stoffwechsel. Und es ist also ganz entscheidend, dass man sich da wirklich Gedanken drüber macht, die Krankheit, dass man erstmal das Wasser in seinem Körper überprüft, bevor man irgendwelche anderen Mittel überprüft. Ja gut, angesichts des hohen Prozentsatzes, zu dem der Mensch aus Wasser ist, ist das ja eigentlich sowas von naheliegend wie nichts anderes. Ich sage das auch immer, wenn wir auf den Messen stehen, unser Gehirn besteht bis zu 90% aus Wasser. Und bei manchen aber aus Stroh. Ja. Also es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Wir reden nicht von Politikern. Wir reden nicht von Politikern, das stimmt schon, ja. Da hast du Hohlraumversiegelung. Ja, okay. Auf jeden Fall unser Gehirn, hat 90% Wasser, ist eine feste Masse. Ja, also es muss irgendwo eine Struktur da sein. Und wir auch. Und
Also ich nenne das Wasser immer einfach so meinen besten Freund und dem muss ich einfach schauen, dass es dem gut geht. So, Ja, egal wie. ja, Egal wie. absolut. Und dann geht es auch mir gut. Das ist einfach ein Austausch. Professor Popp hat ja nachgewiesen, dass die Zellen über Lichtimpulse miteinander kommunizieren. Ja. Und wenn ich jetzt chaotische Wasserstrukturen in den Zellen habe oder das Wasser sehr verunreinigt ist, kann der Lichtimpuls einfach nicht sauber durchgehen oder wird verfälscht. Und dadurch, dass wir hier eine Bewegungsenergie in das Wasser physikalisch reinbringen, nicht nur informell, dass ich eine Schwingung aufs Wasser gebe, was schon mal eine Verbesserung darstellt, sondern das Wasser wird gewirbelt. Ich habe danach in diesem Glas Wirbelwasser, wenn ich es unter dem Dunkelfeldmikroskop anschaue, sehe ich Mikro- und Nanowirbel, die noch weiterlaufen über Ah Wochen. Ja? ja. Das heißt, diese Bewegungsenergie physikalisch bekomme ich in den Körper. Das heißt, der Körper bekommt Energie, seinen Stoffwechsel leichter und schneller verrichten zu können. Der Stoffwechsel wird beschleunigt und da der Stoffwechsel die Grundlage für alle Prozesse ist, habe ich natürlich einen gewissen Ja, Effekt. spannend ist ja, dass dann etwas, was ich jetzt erstmal in einem Glas habe, auch wenn das Glas im Moment steht, dann plötzlich trotzdem noch messbar weiter vorhanden ist als energetischer Prozess und nicht jetzt irgendwann aufhört. Man könnte ja sagen, okay, also man jetzt so ein verwirbeltes Wasser irgendwo reinfüllt, da kann man gucken, irgendwann beruhigt es sich und dann müsste es ja vorbei sein. Aber wenn du sagst, das kann man auch noch im ganz kleinen Bereich nachher nachweisen. Das geht über Wochen noch. Je nachdem, mit wie viel Wirbelkammern in Ja. Reihe ich das mache, wie hoch ich es beschleunige, habe ich sehr komplexe Wirbelstrukturen, Ja. die über Wochen noch laufen. Ja. Warum schmeckt Bergquellwasser so gut? Ja, wahrscheinlich auch mit, weil Bewegung drin Ja, ist, ja. weil es über Quarze, über Kristalle läuft, weil Resonanzen entstehen. Wenn wir jetzt hier uns die Sachen auf dem Tisch ansehen, fällt auf, oder man hat den Eindruck, ich habe den Eindruck, dass es bestimmte Materialien sein müssen oder sind, mit denen ihr hier arbeitet. Und das, was auf den ersten Blick auffällt, was komplett fehlt, ist eigentlich das, wo du heute standardmäßig, wenn du dir eine Dusche kaufst, Sachen in die Hand gedrückt bekommst, nämlich irgendwelche Plastiksachen. Ja, also da, Also welche Rolle, ja. lange Rede, kurzer Sinn, welche Rolle spielt das Material und warum ist das Material so wichtig? Ihr habt da ja auch ein bisschen rum Also experimentiert. da komme ich auch wieder auf Schauberger zurück. Ja. Er hat gesagt, es gibt bioelektrische Materialien, das ist Silber, Gold, Kupfer, Bronze, alles Metalle, die eine hohe Elektronenzahl haben und viel Elektronen abgeben können. Das sind auch die Metalle, auf die die Enzyme basieren oder wo Enzyme gut funktionieren, wenn die in Spurenelementen im Körper sind. Und wir haben auch immer wieder Hinweise von Leuten, hey, könnt ihr das nicht billiger bauen, dass sich's jeder leisten kann? Unsere Erfahrung ist, je hochwertiger das Metall ist und auch der Kristall, der da drin ist, den wir mitverarbeiten, dass die Wirbelspitze auf den Kristall trifft oder der obere Torusbereich, umso höher ist der Effekt auf den Körper. Wir haben das mal in Edelstahl gebaut, so ein Wirbler. Das Wasser kann man nicht trinken. Also aus unserer Sicht. Also das war auch richtig mess- und schmeckbar, der Ja. Unterschied. Also jetzt nicht nur so, ich sage jetzt mal Marketing-Effekt, sondern es ist wirklich so, dass man sagt, geht gar nicht. Ja. Ich meine, Daniel Schechtmann hat einen Nobelpreis bekommen. Er hat hier Quasikristalle entdeckt. Auf Quasikristallen hat er die heilige Geometrie entdeckt. Also das hochwertige Metalle kristalline Strukturen mit haben, die wieder die Geometrien spiegeln. Ja? Dann gibt es hier den Norbert Hertlitschka, I Ching 81, Systematik der Elemente, der ganz neu berechnet hat, wie Metalllegierungen optimal funktionieren, wie die zusammenpassen. Und das versuchen wir hier einfach auch zu verwirklichen, um dort Schwingungsverhältnisse zu erzeugen, die einfach optimal für biologische Systeme sind, die im biologischen Fenster des
Körpers wirken. Jetzt, nur ganz kurz, ich habe ganz kurz die Klammer auf. Wenn diese Metalle solche Unterschied, also schon nach Schaubergers Erkenntnissen, solche unterschiedliche Wirkungen haben, müsste man dann nicht eigentlich beim Besteck auch darauf achten, ob ich jetzt einen Edelstahl nehme oder gar ein Plastikteil oder Chromagan oder so etwas oder dann eben mit Silber? Ich meine, früher haben die Adligen mit Silber und Gold Besteck gegessen. Ich selber esse lieber mit Silberbesteck als mit dem Edelstahlbesteck, was wir haben. Es fühlt sich anders an. Auch Silber ist antibakteriell. Ja. Silber ist ein Spurenelement, wo der Körper verwendet, um sein Immunsystem im Schuss zu halten in bestimmten Mengen. Enzyme sind eben auf, funktionieren sehr gut, wenn sie Silber- und Goldatome haben. Das ist genau der Teil, dass der Körper damit einfach in Resonanz geht. Er verwendet Edelstahl, gibt es in meinem Körper eigentlich nicht. Und das ist, oder auch diese Legierungen, die wir einfach synthetisch, wenn ich jetzt so synthetisch sagen kann, herstellen, das ist einfach, da ist keine Resonanz da. Mit natürlichen Produkten wie Gold, Silber oder Ruthenium, Rhodium in der Form, geht der Körper in Resonanz. Das heißt, die Information, die dann über das Wasser auch von diesem Metall übertragen wird, diese Stoffe gibt es auch in der Homöopathie, die haben natürlich dann eine Auswirkung auf den Körper. Wenn ich das mit Edelstahl mache, dann mache ich mich halt sauber, aber ich habe nicht diese Wirkung in dem Sinn. Oder kann ich mich sauber machen. Also ich fand es sehr spannend, wir hatten angefangen, Kristallwirbelkammern zu bauen, wo ein Teil der Wirbelkammer aus Kristall ist. Und dann hat man die Idee, jetzt bauen wir mal, schauen wir mal, wie Diamant sich verhält. Und dann war ich so verblüfft, weil Diamant hat eine zigfach höhere Energiedichte, so für mich fühlbar oder für uns, als Bergkristall. Ja. Ich habe mich, wo ich zum ersten Mal mit einer Diamantwirbeldusche geduscht habe, nach 10 Minuten waren dann jede Zelle hat sich um die Hälfte leichter gefühlt im Körper. Und dann hatte ich so die Idee, dass so ein Pling, dieses Pling von Diamant so in den Zellen plötzlich nachhallt. Und da ist mir klar geworden, dass diese Preise schon eine gewisse Berechtigung haben. Alles, was gut ist und gut funktioniert und gesundheitlich auch eine Wirkung hat, dass das auch einen gewissen Preis auch oft hat. Ihr habt jetzt hier Kristalle in den Kammern drin oder wirklich echte Diamanten? Ja, wir arbeiten mit Bergkristall, Rosenquarz, aber auch mit echten Diamanten. Ja. Echte Diamanten, das ist wesentlich. Also man hängt sich den Schmuck dann nicht um den Hals, sondern man geht unter die Dusche damit. Also wo wir letztes Jahr auf dem... Das ist jetzt ein echter Diamant hier in der Mitte drin. Wo wir letztes Jahr auf dem Alpenparlamentkongress waren, da war wirklich jemand da, der hat es seiner Frau dann geschenkt, da war die Option, was er geschenkt, und dann hat er so eine Diamantdusche gekauft. Ja. Das war... Auch die. Sie hatte dann Tränen in den Augen. Sie hatte Tränen in den Augen. Wirklich, also das war für sie so ein schönes Geschenk, dass sie da emotional sehr berührt war dann. Ja. Wobei ich muss hinweisen, Diamant ist was Therapeutisches, was sehr stark in den psychischen Bereich geht. Das ist nicht, wo man sich jeden Tag damit Diamantwasser trinkt oder mit Diamantduschen trinkt. Das ist einfach sehr viel Unterbewusstes sehr schnell hochspült. Ja. Also für gewisse Therapieeffekte ist das enorm sinnvoll, aber nicht unbedingt für den Dauergebrauch. Ja. Also ich habe jetzt auch, ich arbeite mit einem Heiler auch zusammen, oder ich persönlich, und dem habe ich das einfach mal zum Testen gegeben, und der hat eigentlich von sich aus eine hohe Energie, und dem habe ich so eine Dreifachschaltung gegeben, und er hat gesagt, bei ihm ist da ein Prozess losgegangen, und er hat gesagt, also für den Anfang ist so eine Dreierschaltung viel zu viel, also das gibt zu viel und setzt zu viel in Bewegung, also da muss man schon vorsichtig sein, weil einfach so eine hohe Ordnung in den Körper auf einmal reinkommt, dass die Menschen jetzt einfach gar nicht so gewohnt sind, aufgrund des, wenn sie Leitungswasser trinken in irgendeiner Form, also da hat man schon einen Effekt. Ja, da hatte ich auch noch eine Yogalehrerin, die hat dann auch eine Dreierschaltung zum Test von uns bekommen, die hat gesagt, nee, ich behalte nur einen. Seit wo ich angefangen habe, dieses Dreierwasser zu trinken, am nächsten Tag habe ich so einen Putzanfall bekommen. Ich habe angefangen, das ganze Haus zu putzen, und da brauche ich jetzt ein halbes Jahr, bis ich dann durch bin. Wir haben Schauberger angesprochen. Es steckt ja dahinter ein altes Wissen, und es steckt dahinter, hast du auch darauf hingewiesen, ein zum Teil uraltes Wissen, also was hier einfließt. Vielleicht da noch ein Satz zu diese ganzen Informationen, Ideen, die sind ja auch sehr viel älter noch als Schauberger.
und dieses Wissen, was hier dann ganz in ganz normalen, praktischen, handfesten Produkten sich manifestiert. Magst du was sagen dazu? Ihr Was weist genau auf die meinst du? Katharer, ihr weist auf die Ach Albigenser so, ja. und so weiter hin. Insofern einfach wollte ich den Bogen nochmal, dass das, was jetzt hier ganz konkret auf dem Tisch liegt, einen philosophisch-geistesgeschichtlichen Hintergrund Okay. von Jahrtausenden hat. Also die Wirbelprozesse helfen einfach, dass man sich besser zentrieren kann, dass man leichter zu sich findet, wenn die Geometrien entsprechend sind und wenn andere Faktoren auch passen. Und die Zielsetzung ist, dass möglichst viele Trinkwasserwirbler, Wirbelduschen im Einsatz sind, damit es den Menschen hilft, mehr zu sich selber zu kommen, weniger Ablenkung zu erfahren, freier zu sein von Beeinflussung und auch zu erkennen, wann Beeinflussung erfolgt. Und mit heiliger Geometrie, mit dem goldenen Schnitt, wird seit Jahrmillionen gearbeitet. Mit verschiedenen. Das, was du angesprochen hast, ist, was wir vorher besprochen haben, dass wir durchaus durch diese Felder, die da entstehen, Kontakte haben mit Wesen, die sich für sowas einfach interessieren und die auch Input geben. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Nee, wir können da auch ruhig Klartext reden. Insofern ist das Also, ja. nicht ungewöhnlich zu sagen, und ich finde es auch sehr sympathisch zu sagen, dass ein Stück dieser Technologie und dieses Wissens und das, was ihr hier umsetzt, Sachen sind, die auf welche Weise auch immer zu euch gekommen sind und fertig. Also ist nur ehrlich. Okay. Es ist also schon so, dass wir da helfen wollen, ein Ja. Bewusstsein zu bringen und einfach diesen freien Raum schaffen können, damit diese Beeinflussung, die so massiv gerade ist, gerade in unserem Bereich hier, Danke. damit man da leichter umgeht damit Ja, einfach ja, ja. und umgehen kann. Und da haben wir einfach einen Input bekommen, gerade bei den vielen Arbeiten. Und da entstehen einfach Energiefelder, wo dann sich Wesenheiten melden. Ich Ja. sage es einfach so, wie es ist. Und die dann wirklich mit uns in Kommunikation stehen und uns dann einen Austausch Ja. ermöglichen. Ein ganz wichtiger Punkt dazu ist, wir haben Berechnungen gemacht, die exakt auf der Blume des Lebens basieren, bei so noch kleineren Wirbelkammern, die den Vorteil haben, wenn ich wenig Wasser durchfließen lasse, aber einen starken Feldaufbau habe. Also ich verbrauche wenig Wasser, um einen sehr starken Effekt zu Ja. bewirken. Dass die am exaktesten auf der Blume des Lebens basiert, primär auf der Körperebene gewirkt hat. Das heißt, ich musste mich dann reindenken und die verschiedenen Wirbel betrachten, die Zeichnungen ändern. Und dann haben wir andere Kammern gebaut, wo dann bis in den geistig-seelischen Bereich reinwirken, die dann aber nicht mehr exakt die Blume des Lebens haben. Das heißt, Blume des Lebens ist eine Resonanzstruktur in diesem Universum, die sehr auf der materiellen Ebene auch ist, auf ordnende Kraft. Aber die geistig-seelische Ebene ist nochmal woanders. Das ist da einfach für uns klarer Ja. geworden. Also insofern ist das, woran ihr arbeitet, auch nie etwas, was in dem Sinne abgeschlossen ist, sondern als Prozess sich weiterentwickelt und wo vielleicht neue Produkte entstehen, wo alte verschwinden, wo neue Perspektiven entstehen. Also es ist auch da kein Stillstand, sondern der Input und die Forschung und das Experimentieren geht einfach weiter. Ja, Ja. und wenn wir experimentieren und bestimmte Felder aufbauen, dann kommen einfach auch Wesenheiten, Ja. die dann irgendwas sagen oder Tipps geben Ja. und wir uns dann anschauen, ob die Tipps stimmig sind oder nicht, weil man weiß ja auch nicht unbedingt, wer mit einem gerade Und im spricht. schlimmsten Fall musste ich wieder eine halbe Stunde drunter stellen, wie er das immer macht, und dann das ausprobieren, was bei rumgekommen Es ist ist. einfach so Genau. ein Prozess wie das Universum selbst. Das Universum wirbelt und wirbelt und wirbelt sich weiter hoch in der Spirale. Jeder Planet, alles.
Noch ganz kurz vor, die Frage vorher ist nicht ganz beantwortet mit den Materialien. Ja. Wir verwenden hier als Griff schon Kunststoff, ja, weil der den Vorteil hat, dass er einfach sehr leicht ist. Unseres Erachtens hat der jetzt nicht viel Einfluss auf die Qualität. Wir haben aber so einen Griff auch in Metall. Ja. Wenn jemand, aber das Entscheidende ist ja die Kammer und genau, das Herzstück. Und da ist Kunststoff, Edelstahl, geht gar nicht. Plastik, alles No-Go. Alu, ja, und so weiter geht ja gar nicht. Ja. Okay, okay. Herzliches Dankeschön für interessante Einblicke. Eigentlich in ganz handfeste Produkte, aber eine spannende Philosophie, die dahinter steht und auch ein interessanter Input, der da insgesamt dazu geführt hat, dass man sich durchaus schöne Sachen dann auf die Art und Weise zulegen kann. Es muss nicht immer kompliziert sein. Ja. Genau. Liebe Zuschauer, www.aquadea.de ist die Internetseite. Und auch wenn ihr oder wenn Sie zu Hause vielleicht irgendetwas Ähnliches schon haben, als Ergänzung bzw. vielleicht auch im Austausch, macht es Sinn, sich dieser Technologie zuzuwenden, weil einfach dann die Effekte noch ganz andere sind, als die vielleicht mit irgendwelchen anderen bislang erreicht werden konnten. Ausprobieren und sich im Zweifelsfalle weiter informieren, was es geben kann. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament. Noch ganz kurz. Wir haben auch eine begrenzte Anzahl von Testduschen. Wer es nicht glaubt, kann es gerne mal ausprobieren. Kostet nichts, weil man muss es spüren. Okay, danke.